Heute feiern wir Premiere und zwar kommt heute, wer bekommt den Müll? Das Ganze kommt heute aus der neuen Wohnung. Die meisten von euch wissen ja, ich bin umgezogen bzw. befinde mich immer noch im Umzug. Unnötiger Brainfuck. Und für so eine Serie braucht man natürlich den passenden Mitbewohner. Deswegen hole ich rein meinen Mitbewohner bzw. ich bin sein Mitbewohner, Alex. Danke. Alex, Leute. Hallo. Leute, Alex. Heute geht es nämlich darum, wer den Müll runterbringt. Wir beide wohnen nämlich im 6. Stock, Altbau, Stuttgart. Das heißt, der Müllrundertrag ist nicht so nice. Da haben wir uns gedacht, wir spielen heute ein kleines deutsch-hip-hop-mäßiges Spiel, weil der Alex kommt aus der Musikbranche. Ganz kurz ein Einschnitt von Alex. Ein bisschen. Alles klar, Digga. Krankes Ding auf jeden Fall. Dombino, der Kamera hat ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird. Ich weiß nur, dass es ein bisschen unfair ist, weil ich natürlich deutsch-hip-technisch besser dran bin als Alex. Ich würde sagen, wir lagen gar nicht wackeln rum. Es geht los. Herzlich willkommen zu Spiel Nummer 1. In diesem Spiel hat Don B einen Rapper rausgesucht und hat ihm 3 Albumtitel noch gegeben. 2 von den Titeln stimmen, einer stimmt nicht und ist frei erfunden. Der Gewinner ist, der den falschen Albumtitel errät. Okay, der erste Rapper, Moneyboy aka YSL. Swag. Ich kann mein Gesicht nicht fühlen. Endlich reich. Swagger Rap 3. Ich kann mir vorstellen, also Swagger. Swagger Rap. Swagger Rap Part 3. Existiert safe. Denke ich auch, ja. Ich kann mein Gesicht nicht fühlen. Finde ich auch, dass es existiert. Ich sag nämlich, dass es von dir eine Falle ist, weil man an Moneyboy denkt so, yo, der sagt ja immer, dass er besser hat. Ich sag, Ich wär tatsächlich auch mit Endlich Reich gegangen. Endlich Reich, ja. Aber eigentlich weiß es ja, nach Swagger Rap 2 kam Swagger Rap 2.5. Ich habe einen Haus im Monte Carlo. Das zweite ist Hustensaft-Jüngling. Shoutout. Hustensaft-Haus. Hustensaft-World. Hustensaft-Universe. Wow. Und zwei davon gibt's. Okay. Ich geh mit Haus, ey. Ich geh mit World. Nee, Mann, mit Haus. Ey, Jungs, wir wieder beide falsch. Nein. Hey, ich hab ein Haus im Monte Carlo. Dritte MC Smook. Ja, nice. I invented German Remix. Süß wie ein Babypinguin. Swagger für Dummies. Was süß wie ein Babypinguin? Süß wie ein Babypinguin. Ich glaube, den gibt's. Ich glaube, ich hab den schon mal. Eben, das Ding ist, Sascha müsste das Ding ja free sein, weil eins davon gibt's ja nicht. Das ist halt übelst. Das gibt's safe. Das gibt's auf jeden Fall. Was war das dritte? Swagger für Dummies. Ich sag das. Ich gehe mit ich gehe auch mit dem dritten, sorry. Da habt ihr recht. Ja. Ey, was der Nachmacher, ey! Scheiße! Herzlich willkommen zu Spiel Nummer 2. In diesem Spiel liest Sascha hinter der Kamera eine Analyse von einer Line vor und wir müssen anhand von der Analyse rausfinden, um welchen Künstler oder Track es sich handelt. Hängt mit seinen Jungs und bekommt darauf die Frage von einer weiblichen Person, ob er noch heute zu ihr nach Hause gehen würde. Doch verzichtet darauf und spielt lieber Basketball mit seinen Freunden. Really? Ja. Ich geh raus mit meinen Jungs heute. Scheiß-Rubrik! Er meint selbst, er wäre nur YouTuber und kenne sich nicht sonderlich gut mit Mathematik aus. Dieses bestätigt sich durch die Aussage, dass er 900.000 Follower bei Instagram habe. Nico, jetzt kommt 21. Yo, alles klar! Alles klar, Digga! Ich dachte, wir reden ja von Rappern. Es ist alles. Halt einmal. Willkommen. Will uns Stuttgart näher bringen, wo Leute wie du und ich eher ausgelacht und bloßgestellt werden, weil wir nicht hart genug sind. Beispielhaft wirst du mit nur einem String über den Schlossplatz gegangen. Sing das auf! Jo, er nimmt sein eigenes Lied! Digga, Don B, du kannst doch nicht Tracks von ihm! Willkommen im dreckigen Süden, wo man Typen wie dich hört. Halbzeit! Herzlich willkommen zu Spiel Nummer 3. In diesem Spiel werden einfach nur Schätzfragen gestellt. Derjenige, der näher liegt, bekommt den Punkt. Die Frage ist, hat sich bestimmt jeder schon mal gefragt, wie oft sagt Lil Pump in seinem Track Gucci Gang? Gucci Gang. Um Himmels Willen. Wow. Ich gehe mit der 80. Mal. Ich gehe mit 65. Okay, der Punkt geht an Sascha. 53 ist die Antwort. 53? Wie viele Wörter rappt Eminem in Rap God im Schnitt pro Sekunde? Oh, fuck, das wusste ich mal. Ja, ich habe 2,2. Ich gehe mit 6,7. Pro Sekunde? Ja, keine Ahnung. Bitte. Und dann ist eine Sekunde rum und. Oh, stimmt! Die Antwort ist 4,28. Damit geht der Punkt an mich. No, ever! Hi, my name is. Sag mal, wie viele Mixtapes hat Moneyboy? Wow! Ich glaube, er hat sogar Mixtapes, von denen er selber nichts weiß. Boah, ich geh mit 15. Ich hab 13. Ja, nur das 42. Was? Turn up! Wie lange war Bushidos längster Chartaufenthalt mit einem Album? 4 Wochen sind ein Monat, gell? 2 plus 2 is 4! Ich bin mit Michael Jordan gegangen, 23. Wow, shit, okay, ich geh 20. Die Antwort ist 47 Wochen. Wow!
Untermenschen. Wie oft wurde das Lied von Miami, Yasin, Kokaina, auf YouTube und Spotify zusammen insgesamt gestreamt? Papa, es geht 220 Millionen. Ich bin weniger, ich habe 180 Millionen. Die Antwort ist 150 Millionen. Ey, das gibt's doch nicht, Mann! Miami, Yasin, du Bitch, ich bleib skrupellos, genau wie Locke, der Boss. Spiel Nummer 4. Wem gehört diese Line? In diesem Spiel liest einfach Don B hinter der Kamera eine Line vor und wir müssen jeweils als erstes erraten, zu wem diese Line gehört. Du bist ein bittest mich um Ratschlag. Wenn ich dich vom Ratschlag, machst du einen Ratschlag. Ist Farid Bang richtig? Ich wollte auch Farid Bang sagen, so eine Scheiße! Suck life! Laber nicht, wenn du beim Pizza-Service jobbst. Moonwalk geht, aber nicht in Birkenstocks. Ich hab keinen Blassen. Antwort 1, Summer Jam, SSEO oder Shindy? Ich geh mit Summer Jam. Ich geh mit Shindy. Okay, richtige Summer Jam. Yes! Nein! Laber nicht, wenn du beim Pizza-Service jobbst. Moonwalk geht, aber nicht in Birkenstocks. Meine Vorfahren haben Wildschweine gejagt. KZ. Ja. Meine Vorfahren haben Wildschweine gejagt. Ich habe ein frisches Poloshirt an. Und meine und Girls merken mir an, ich bin gut drauf. Rufen meine Jungs. Sie rufen ihre Jungs. Wir suchen Heidi Klums. Heute Abend wird gefeiert. Oh, fuck, was ist das? Kenn ich den Künstler. Entweder Kars, K1 oder Raf Kamora. Raf Kamora. Bats, Alter. Ja, Mann. Das ist ein Tag. Nein, warte mal, Du weißt schon, dass es nach dem Verfahren geht. Ja, scheiße, Mann. Ich nehme Raf Kamora. Bist du ein Ehrenloser? Ich nehme den Punkt nicht. Aber ich wusste, dass das rausschreit kommt. Was hättest du denn genommen vom Gefühl? K1. Heute wird gefeiert. Nase ist taub und ich gehe in den Stripclub. Schlage deine Frau, das ist Feminismus. Horts auf der Couch, ich bin tagelang drauf und sehe dabei noch aus, so wie Jesus Christus. Stabile Lage auf jeden Fall. Ross. Antwort 1 Favorite, Karate Andi oder Nico von KZ? Ich sag Karate Andi. Ich sag auch Karate Andi, Mann. Okay, ja, stimmt doch. Yes, Mann. Fuck. Ich bin die deutsche Reinkarnation von Hakanabi. Kommen wir schon zur letzten Aufgabe. Da die letzte Aufgabe ein bisschen unfair war, meiner Meinung nach, lasse ich sie einfach mal Don B selber erklären. Also die nächste Rubrik, da gibt's auf einmal 3 Punkte. Der heißt, Alex kann es noch zum Ausgleich schaffen. 3 Punkte? Warte mal, es ist die letzte Rubrik. Es steht 7 zu 9. Nein, that's... Nein, no also, way. Alex kann aufholen. Alex kann sogar gewinnen. Ja. Also jede Antwort gibt 3. Nee, es gibt nur eine Aufgabe. Ihr habt 5 Minuten Zeit. Nein. Ein Freestyle vorzubereiten. Gegeneinander. Und wer den anderen härter bist, hat gewonnen. Das ist nicht dein Ernst. Scheiß Rubrik. Ich würde sagen, Alex fängt einfach an. Nee, du fängst an. Nein, du hast die Erfahrung. Alex fängt an. Hallo, ich bin Sascha, 30 Tage Massephase, schwimme 1000 Bahnen, doch bin immer noch ein Angelhaken. Fress Pizza, fress Nudeln, was ist ein Kochlöffel und jetzt im Rap genutzt werden von einem Top-Rapper. Deine Fans sind unter 18, mir egal, wenn ich dich missbrauch. Was ist Sascha am Schnittplatz? Schnittlauch. Du wirst von Sickless auf YouTube gefickt, bald kann dich jeder Mensch sehen, wie du den Müll runterbringst. Aber ey, sorry, der ist mir so rausgerutscht, aber sogar deine Mutter sagt, sorry, der ist mir so rausgerutscht. Alex gegen mich ist wie reich gegen arm oder wie Babawagen gegen Bahn. Yeah. Alex hält sich bis 14 Uhr im Bett bedeckt. Er lebt den YouTube-Lifestyle, nur ohne YouTube, zwecks Mass Effect. Burr. Alex suchte das Drecksspiel jeden Tag. Wenn alle gegessen haben, isst Alex zum Schluss den Rest, den keiner mag. Bläh, bläh. Von 6 Mal schwimmen gehen, ist Alex nur einmal mitgekommen. Um 9 Uhr morgens ist der Lappen von 2 Stunden Schlaf und Mass Effect immer noch benommen. Yeah. Zum Schluss muss ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Der Müll darf offiziell den Müll runtertragen. Wow. Geil. Also Leute, ihr habt's gehört. Das war Alex ein Freestyle gegen mein Freestyle. Ich muss glaube gar nichts sagen, aber die 3 Punkte, die nehme ich mit nach Hause. Jetzt gerade findet eine Instagram-Umfrage statt, wer das Rap-Ding gewonnen hat, Alex oder ich. Da könnt ihr abstimmen, um dann zu entscheiden, wer den Müll runtertragen muss. Ganz kurz, es steht 7 gegen 9.
Die letzte Rubrik bringt 3 Punkte, deswegen fleißig für mich. Ja. Wow, damit nein, für mich, Alter. Unterbringen muss heute, falls du das Ganze gefallen hast. Lass einen Daumen nach oben da. Alex, ey, kein Dank für deine Teilnahme. Ich würde sagen, wir sehen uns in 24 Stunden, wenn sich entschieden hat, wer den Müll runterbringen muss. Oder gleich in der Küche. Warum? Ja, egal.